Wichtig ist hier im Kindertreff, dass alle Kinder aus den verschiedenen Nationen die deutsche Sprache gut lernen. Das ist auch Voraussetzung, um einen guten Schulstart zu haben. Und deshalb freue ich mich, dass unser Bundesprogramm zur Sprachförderung hier in der Kita wirkt. Wir finanzieren eine zusätzliche Kraft mit diesem Bundesgeld, die eben ganz gezielt Sprachförderung mit den Kindern macht. Und wir haben hier gehört, dass wenn die Kinder kontinuierlich in der Kita sind und diese Förderung bekommen, dass sie dann schnell die deutsche Sprache lernen und damit auch gute Startchancen in der Schule haben. Wir klatschen im Kreis, ja das sind wir. Wir sehen uns einmal um, ja der ist denn hier. Sprache ist das A und O, Sprache ist der Schlüssel für die Bildung, für die Zukunft aller Kinder. Und natürlich brauchen Kinder, die bisher nicht die deutsche Sprache können, besondere Förderung. Und das ist die große Herausforderung für die Kinder, die schon da sind, aber natürlich auch für die vielen Flüchtlingskinder, die jetzt zu uns kommen. Eine schnelle Integration, ein schneller Kita-Besuch mit dieser Sprachförderung ist der Weg für diese Kinder, hier auch gut anzukommen. Und im Übrigen auch für die Eltern, denn das gefällt mir hier besonders gut, dass auch die Eltern einbezogen werden. Der Weg von Kindern entscheidet sich nicht nur über Kita und Schule, sondern auch darüber, wie unterstützen die Eltern diesen Weg.